Das erste Spiel hieß Pong, das häufigste möglicherweise Tomb Raider, das beste für mich immer noch Half-Life und das schlechteste mit Sicherheit Autobahnraser, dicht gefolgt von Bikini Babes. Wir zeigen euch heute aber keine schlechten oder alten Spiele, sondern einen Querschnitt aus dem, was zurzeit angesagt ist. Tally, smoke, 6 o'clock, 1 mile, 20 low. Come on, baby. Hang on. En route to your position now, Ghost Leader. Just keep it lit. Copy that. Tally, target 12 o'clock. Rifle 1, rifle 1. You nailed it! Nice work! Bis zum Release von Tom Clancy's Hawks ist es zwar noch ein bisschen, wir zeigen euch aber jetzt schon Spielszenen aus der finalen Version. Bei einer Präsentation durften wir nämlich jetzt das neueste Ubisoft-Highlight unter die Lupe nehmen. Beeindruckend vor allem der mit Wolkenkratzern übersäte Level in Tokio. Wir wissen, dass unsere Jungs in Chicago eine wichtige Schlacht gewonnen haben, aber die Lage ist noch verzweifelt. Wir müssen sofort zur Westküste, wissen aber, dass sich ein Artemis-Verband der Bucht von Tokio nähert, um uns zu stoppen. Die japanischen Truppen sind in höchster Alarmbereitschaft. Ihre Regierung hat sie autorisiert, unseren Verband zu schützen. Ein japanischer Airwax, Rufname Sohei, koordiniert die Verteidigung. Insgesamt 50 Originalflugzeuge stehen den Hobbypiloten für diverse Himmelsschlachten zur Verfügung. Die Flugmanöver sehen spektakulär aus. Eine Simulation ist Hawks aber nicht. Jeder wird nach ein paar Runden mit dem Jet die Steuerung bereits verstehen. Ihre Aufgabe ist es, eine Reihe von Ersatzflugzeugen in der Marinebasis Azugi aufzunehmen und so schnell wie möglich zum Träger zurückzukehren. Der Admiral möchte in See stechen, sobald die Beladung beendet ist. Es ist möglich, dass Artemis versucht, unsere Rückkehr in US-Gewässer zu verhindern. Unsere Aufklärung berichtet, dass die Pazifikflotte der Firma einen Vertrag in Südostasien gekündigt und den dortigen Hafen verlassen hat. Die japanische Verteidigung ist in Alarmbereitschaft. Zwar macht Hawks einen grafisch sauberen Eindruck, allerdings zweifeln wir an der Spieltiefe und Langzeitmotivation. Wer Hawks anspielen möchte, der hat ab sofort die Gelegenheit dazu. Im Netz ist nämlich bereits die Konsolendemo erschienen. Eine PC-Version folgt dann später. Der Release ist für den 13. März vorgesehen. Okay, Crenshaw, jetzt wird es ernst. Wir müssen diese Raketen ausschalten, bevor Artemis sie starten kann. Also schlagen wir mit allem zu, was wir haben. Wir werden Ranger schicken, um die Basis anzugreifen. Sie geben den Teams Luftunterstützung, während diese die feindliche Verteidigung stürmen. Es werden leichte feindliche Luftaktivitäten erwartet. Die Hauptbedrohung kommt von Flaks, Sam-Stellungen und Raketenwerfern. Nach unseren Informationen kann Artemis die Raketen innerhalb von wenigen Minuten starten. Mehr Zeit haben wir nicht. Der Slams wird erst in ein paar Stunden online sein. Wenn Artemis die Atomraketen abschießt, können wir sie nicht stoppen. Wenn nur eine dieser Raketen gestartet wird, werden viele Millionen Zivilisten sterben. Wenn alle starten, werden sie die gesamten USA vernichten. Wir müssen die Nuklearwaffen finden, meine Herren. Nichts anderes zählt. Viel Glück und Erfolg. Gruppe Alpha ins Ziel in einer Minute. Wer doch lieber den Kontakt zum Boden braucht, aber die Geschwindigkeit liebt, für den ist jetzt Race Pro von Atari eine Option. Entwickler Sim Bin konnte bislang vor allem durch realistische Rennspiele wie GTR, GT, GTR 2 Race oder Race 07 auf sich aufmerksam machen und hat vor allem in der Rennszene einen guten Namen. Jetzt feiert man mit diesem Titel den Sprung auf die Next-Gen-Konsole und entwickelt zum ersten Mal ein Spiel für die Xbox 360. Race Pro bietet viele Rennklassen, Fahrzeuge, Strecken und somit ordentliche Action. Vom Mini bis zum Formel-1-Boliden ist fast alles dabei. Zählen wir alle Fahrzeuge zusammen, kommen wir auf stattliche 350 Modelle von 48 Autos mit bis zu 1000 PS. Im Spiel finden wir übrigens auch die GT-Klassen GT Pro, GT Sport und GT Club. Liebhaber finden hier sämtliche Originalfahrzeuge und auch die Dodge Viper wieder. 13 Strecken bietet Race Pro insgesamt, 3 Stadtkurse inklusive. Angeblich sollen nach Veröffentlichung weitere Strecken zum Download angeboten werden. Völlig ausgefallen natürlich der Weg zum neuen Auto. Rennen gewinnen und Geld verdienen, dann ein neues, schnelleres Auto kaufen. Der Karrieremodus ist fester Bestandteil. Online lassen sich insgesamt 12 Spieler vernetzen. Offline dagegen fahren wir gegen bis zu 16.
Der Hotseat-Modus wird für zwei Spiele angeboten. Dann muss man sich beim Fahren leider abwechseln. Einen Splitscreen-Modus haben wir vergeblich gesucht. Optisch macht Race Pro für unsere Augen einen ganz passablen Eindruck. Der große Aha-Effekt ist aber ausgeblieben. Simbin spricht beim Sounddesign übrigens von den authentischsten Motorengeräuschen der Branche. Und in der Tat, die Motoren hören sich erstklassig an. So gut der Sound, so schlecht die Rennatmosphäre links und rechts des Asphalts. Hier zieren unbewegliche Zuschauermodelle die Strecke. Hier hat man sich wohl voll auf das Streckendesign konzentriert und dem Drumherum kaum Zeit geschenkt. Das ist eigentlich schade. Was wir auf alle Fälle in den ersten Runden sofort bemerkt haben, ist das realistische Fahrgefühl, das die Entwickler dem Spiel spendiert haben. Hier macht sich die ganze Erfahrung von Simbin bemerkbar. Race Pro ist ein wirklich gutes Rennspiel, was hier und da kleinere Macken offenbart. Das Herzstück aber, das Fahrgefühl, ist dank einer guten Fahrphysik und der realistischen Strecken und Fahrzeuge top. So, an diesem Punkt stehen wir jede Woche aufs Neue. Ich kann es nun mal nicht ändern, aber die Sendung ist zu Ende, beziehungsweise fast. Denn an dieser Stelle zeigen wir euch immer wieder Szenen aus Spielen, die noch nicht erschienen sind, aber bald herauskommen. So auch heute, der Trailer der Woche. Tschüss. Sure, I meet the dress code. Business is business. I love you, Johnny. That's something your leader will have to worry about, not you, soldier. What am I, a dog? Hey, good to see you again. Let's hope this goes a little better than before, yeah?